Hallo und willkommen zu Frank am Freitag. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr seid in einem Hotel in Berlin, in einem riesengroßen Kongresshotel, mit einem riesengroßen Packhaus. Und ihr steht morgens früh auf, weil ihr habt es total eilig. Ihr müsst von Potsdam nach Pankow und ihr habt dort einen wichtigen Termin. Das heißt dann, ihr steht zeitig auf. Frühstück, geht runter zur Rezeption, sagt zu der Dame an der Rezeption: Schönen guten Morgen, ich benötige mal ein Ausfahrtticket. Diese junge Dame schaut euch überhaupt gar nicht wirklich an, druckt lieblos ein Ticket aus und reicht dir das über die Theke. Jetzt läufst du 5 Minuten zu Fuß zum Parkhaus, bis du dein Auto gefunden hast. Du sitzt in deinem Auto und fährst auf die Schranke zu, du schiebst das Ticket rein und dann taucht die Meldung auf, Ticket ungültig. Du überprüfst natürlich erstmal, ob die Ursache bei dir liegt, so rum rein, hochkant rein, andersrum rein, Error 99, Error 99, okay. Du willst zurücksetzen und siehst im Rückspiegel, da stehen schon Autos und die gucken schon so grimmig nach vorne und jetzt musst du die motivieren, dass das nicht bei dir funktioniert und dass die Schranke nicht aufgeht und dass sie jetzt doch bitte zurückfahren sollen und die wollen das nicht und dann musst du aussteigen und dann musst du mit dem einen noch reden und höflich bitten, dass er doch jetzt zurückfährt und dann, nur mal angenommen, es gelingt dir, nach 2, 3 Minuten hast du dein Auto wieder an der Seite geparkt, jetzt rennst du hoch, weil du hast es eilig, der Kampf gegen die Zeit beginnt, ist im vollen Gange und jetzt stehst du an der Rezeption und sagst: Junge Frau, bitte seien Sie doch so nett und geben mir gerade mal ganz schnell ein Ticket, was auch funktioniert, denn ich habe es sehr, sehr eilig. Dankeschön. Und sie guckt dich an und sagt: Wieso, was ist mit dem Ticket? Ich sage, es funktioniert nicht. Ticket ungültig. Daraufhin schaut sie dich an und sagt: Das kann nicht sein. So, jetzt hast du ganz spontan 50 Millionen Ideen, was du jetzt tun könntest. Doch du bleibst ruhig und sagst mir: Okay, möglicherweise habe ich ja die Schranke kaputt gemacht, doch bitte geben Sie mir doch eins, was funktioniert. Und dann sagt sie: Ja, es funktioniert bestimmt, es kann nicht sein. Ich sage: Nur mal angenommen, es geht doch nicht. Was würden Sie dann tun? Ja, dann müsste ich Ihnen ein anderes Ausfahrticket geben. Ja, gute Idee. Jetzt kriegst du das Ticket und du fährst wieder runter und diese Geschichte wiederholt sich. Und jetzt rennst du wieder hoch und die sagt wieder zu dir: Kann nicht sein. Also jetzt musst du schon echt tief in die Trickkiste greifen, dass du hier eine Lösung kriegst, sonst verrostet dein Auto in diesem Parkhaus. Ich frage mich wirklich, was geht in den Köpfen dieser Mitarbeiter vor, dass sie so wenig Kunden optimiert denken, handeln und denken und handeln. Also, so geht's auf jeden Fall nicht. Ja, das regt mich heute noch auf, wie man, also nochmal, sorry, Job ist nächste Woche Freitag. Bitte sagt dem Kunden nicht: Das kann nicht sein, wenn ihr mal eine Reklamation habt, sondern sagt etwas wie: Mensch, klasse, dass Sie sich direkt melden oder gut, dass Sie da direkt hochgekommen sind und lassen Sie uns schauen, wir finden dann eine Lösung. Nur bitte sagt nicht: Das kann nicht sein. Denn da passiert was. Dann seht ihr hier, wie so Druck auf. Ciao, bis nächste Woche Freitag. Euer Frank.